Moinsen, willkommen zu einer neuen Folge von Ruffys Recipes. Hier gibt's günstige, schnelle und leckere Rezepte. Heute machen wir mit Folge 3 von unserer Hausmannskost-Series weiter und es gibt Wirsingkohl mit Semmelklößen und ein paar Scheiben leckeren Kassler dazu. Und ein kleines, braunes Süßchen werden wir uns auch noch zaubern, Freunde. Let's get it rockin'. Yeah, Ruffys Recipes, sag allem Bescheid, dass es Essen gibt. Pasta oder Beef, Salate oder Quiche, Veganes oder Sweets, ich hab alles, was du liebst. Und falls du abonnierst, dann wär das ziemlich nice. Ja, mein Herd ist immer heiß, denn das ist Ruffys Recipes. So, ich erkläre euch in 3 easy Steps, wie ihr dieses Rezept nachkocht. Den Wirsing erstmal den Strunk entfernen, dann einen kleinen Streifen runterschneiden. Der wird in der Pfanne ein bisschen Butter gebraten. Die Klöße nebenbei garen, einfach in Salzwasser und den Kassler anbraten. Die braune Soße lässt sich natürlich je nach Anspruch aufwendig machen oder einfach mit fertigem Convenience-Soßenpulver. In 20 Minuten könnt ihr dieses tolle Rezept easy nachkochen. Und das gerade mal für 5 bis 6 Euro. Da seid ihr safe dabei. So ein Wirsing ergibt extrem viel Masse. Das heißt, kocht euch dann einen halben oder ein Viertel. Den Rest könnt ihr einfrieren, das ist gar kein Problem. Ich werde den jetzt nochmal vierteln, damit ich meinen Strunk einfach heraustrennen kann. Und zwar einfach so hoch kann stellen und dann flupp. Nun schneiden wir unseren Wirsing in feine, leckere Streifen runter. Ist hier eine Sache von Sekunden, Freunde. Aber ihr kennt das ja, Ruffys Recipes. Immer einfache und schnelle Küche, aber dafür alles super lecker, Freunde. An dieser Stelle gerne mal den Abo-Button drücken. Ich habe hier preiswerte Semmelknödel im Beutel. Die kommen jetzt einfach ins Wasser rein. Weiter geht's zum Wirsing. In ein Stück Butter reinschmeißen, anbraten und dann 10 bis 15 Minuten schmoren. Der Wirsing wird erst gewürzt, wenn er ein bisschen einreduziert ist, weil so ist er natürlich noch überall so trocken und dann nimmt das Gewürz nicht so gut an. Lasst ihn erstmal ein bisschen runter smoothen und dann schwenkt ihr das durch und dann darf da Salz und Pfeffer dran. Gerne auch ein bisschen Muskatnuss. Die Klöße sind jetzt schon ready, ich habe die vom Herd genommen. Sobald dieser Plastikbeutel richtig schön straff ist und ihr merkt, das Ganze hat Volumen entwickelt, könnt ihr das vom Herd nehmen. Die ziehen jetzt nach und das reicht dann auch schon. Machen wir mal unsere Soße. Ich werde das heute einfach halten. Wir nehmen uns Soßenpulver, braunes Soßenpulver. Nehmt die Marke, die euch gefällt. 250 Milliliter Wasser drin verrühren, während das aufkocht. Und dann werden wir das noch mit ein bisschen feinen Zutaten auftunen, aber jetzt nicht übertrieben. Ich zeige euch da 1, 2 Kniffs, wie das mit wenig Aufwand richtig lecker wird. Es gibt 3 Zutaten, die eure Soße richtig lecker machen. Meistens hat man das auch zu Hause. Es wären einmal Senf, Marmelade und O-Saft. So, ich habe jetzt auch keinen O-Saft da, dafür nehme ich eine Orange, eine halbe, die presse ich mir da rein. Und das gibt nochmal in vielerlei Hinsicht so ein paar Aromen, die das Ganze komplexer machen. Den Kassler braten wir gleich einfach eben 2 Minuten von jeder Seite einmal kräftig an und dann können wir alles schon servieren. Ab in die Pfanne. Unser Soßenpulver mit einem Schneebesen bzw. so einem Soßenschneebesen einmal ins Wasser reinrühren. Das muss jetzt eben eine Minute kochen und wie gesagt, da geben wir Senf zu und zwar einen Teelöffel. Dazu kommen 2 Teelöffel Waldfruchtmarmelade, einfach weil die meiner Meinung nach das beste Geschmacksprofil für so eine braune Soße hat. Guckt, dass da nicht so fette ganze Früchte drin sind, also Gelee eignet sich hier besser. Einmal platt stampfen mit unserem Soßenschneebesen, anständig verrühren. Dann O-Saft, natürlich aber, weil ich den jetzt nicht da habe, werde ich da eine halbe Orange reinpressen. Jetzt werde ich nochmal ein ganz wenig Salz da rein tun, ein wenig Piment, eine Prise Pfeffer und dann haben wir eine ausgezeichnete Soße, die fast Restaurant-Level hat, mit so wenig Zutaten. Genau aus diesem Grund solltet ihr auch immer braunes Soßenpulver zu Hause haben. Schaut, dass euch das nicht ausgeht, weil die Soße ist ja meistens so der Hauptact in so einem deftigen Essen, finde ich. Ne? Also wenn man was mit Fleisch oder Kartoffeln oder Klößen kocht, ist ein braunes Sößchen einfach must have. Deswegen. Es ist Zeit, unsere leckeren Kasslerscheiben zu wenden. Wenn ihr seht, dass die Soße solche riesengroßen Bubbles macht, wie hier,
ist der richtige Zeitpunkt, den Herd auszustellen, weil dann hat sie richtig schön abgebunden und ist sämig und nice und lecker. Meine Klößchen habe ich ja schon vor 10 Minuten vom Herd genommen. Und zwar aus dem Grund, damit ich mir jetzt nicht komplett die Flossen verbrenne, wenn ich die in die Hand nehme. Da ist nämlich ordentlich Hitze drin. Einmal aufschneiden. Also einmal rumschneiden, hier aufziehen und dann flupp, so raus. Richtiges Anrichten von Speisen ist meiner Meinung nach wichtig. Deshalb zeige ich euch ein paar Tipps, damit es richtig schön wird. Friends, in 20 Minuten haben wir hier ein leckeres Meal gekocht. Hausmannskost Episode 3 ist damit fertig. Viel Spaß beim Nachkochen. Gerne auch den Channel abonnieren, weiterempfehlen, teilen, liken und kommentieren. Wir sehen uns nächste Woche Mittwoch um 18 Uhr hier, wenn es heißt, wieder Zeit für Ruffys Recipes. Diese Playlist solltet ihr euch anschauen, da geht auch noch einiges. Und bis dahin, bleibt gesund und munter. Tschaußen!